Willkommen am Gardasee in Bella Italia. Für unseren großen Haushaltseismaschinencheck haben wir drei Testfamilien in ein Luxusferienhaus in Toscolano Maderno eingeladen. Mutter Jeanette mit Tochter Sienna, Vater Frank mit Sohn Konstantin und Mutter Andrea mit Tochter Sophia. Also wir lieben ja Eis, gell? Mhm. Also es gibt's bei uns eigentlich fast täglich im Sommer. Also da kommen wir an keine Eisdiele vorbei. Eis essen und Eis machen ist aber etwas anderes. Also mit Eismaschinen habe ich überhaupt gar keine Erfahrung, ehrlich gesagt. Küchengeräte insgesamt ist jetzt, ehrlich gesagt, so eine Sache. Wir haben gar kein Talent. Alles kein Problem. Denn mit diesen Eismaschinen soll die Herstellung ganz einfach sein. Mit welchen Haushaltseismaschinen unsere Tester heute arbeiten werden, das erfahren Sie jetzt. Die Beurteilungskriterien werden sein: der Preis, die Handhabe, die Herstellungszeit und die Konsistenz. Unsere Tester können in jeder Kategorie zwischen 1 und 3 Punkte vergeben. Okay, sie hat Gewicht. Ein sehr kompaktes Teil. Hier. Oh, upsala. Oh mein Gott. Schau mal, die ist so hübsch. Ja. Andrea testet eine High-End-Eismaschine. Der Online-Preis 324,44 Euro. Sie funktioniert vollautomatisch mit einem selbstkühlenden Kompressor. Das Fassungsvermögen beträgt 2 Liter und sie kann gleichzeitig mischen und gefrieren. Die Zubereitung des Eises dauert 45 Minuten. Also was ich jetzt super finde schon mal, es schaut übersichtlich aus. Ich meine, Power-Menü, Start-Pause ist jetzt, glaube ich, selbsterklärend. Ja, die Handhabe muss ich jetzt einfach mal ausprobieren dann und auch mal lesen. Das mal zum Öffnen gedacht. Ich denke, dass man hier schon relativ viel Volumen zusammenbekommt. Also ich finde es zumindest jetzt ist sehr einfach so von der Beweglichkeit. Ist ein High-End-Produkt vom Preis, auch wie es da steht, da erwarte ich mir natürlich schon auch, dass das Eis genauso gut ist wie die Maschine. Frank testet die Discounter-Eismaschine für 9,99 Euro. Sie funktioniert stromlos mit Handkurbel. Das Fassungsvermögen beträgt 0,5 Liter. Vor Gebrauch muss der Kühlbehälter mindestens 8 Stunden ins Gefrierfach. Die Eisherstellung soll maximal 20 Minuten dauern. Guck mal, das ist schon ganz kalt. Wieso ist denn das ganz kalt? Die Eismaschine muss ja vorher ins Gefrierfach. Das haben wir schon erledigt. Okay, super. 8 bis 12 Stunden im Tiefkühler. Dann ist es so kalt. Okay, was haben wir da noch? Die Handkurbel. Ja, eine Handkurbel. Guck mal, das haben wir auch noch. Also es scheint zumindest einfach zusammenzusetzen zu sein. Also das sieht relativ stabil aus, ja, aber so ganz ohne Strom. Und das da habe ich jetzt wirklich Bedenken, ob man da so richtig gut Eis mitmachen kann, ehrlich gesagt. Wir sollen 15 Minuten rühren. Das ist ganz schön lang, oder? Das mache ich. Genau. Jeanette testet die Mittelklasse-Eismaschine, der Preis im Internet 114,98 Euro. Sie verfügt über eine thermoelektrische Kühlung und hat ein Fassungsvermögen von 0,5 Liter. Mit ihr lassen sich Soft- oder Speiseeis herstellen. Die Zubereitungszeit für hartes Eis 1 Stunde. Ja. Wie kriegt man die eigentlich auf? Man muss da drauf drücken und dann geht es auf. Da kann man einstellen, ob man harte Kugeln möchte oder so ein Softeis. Und hier macht man an und aus. Ja, wie viel Eis kann man damit machen? Also ich glaube nicht so viel. Wo steht das? Es ist nicht besonders übersichtlich. Also für jemanden wie mich, der mit Technik ein Problem hat, wo es einfach easy sein muss, ist es erstmal von der Betriebsanleitung, muss ich ewig suchen, um das zu finden, was ich jetzt suche. Aber Mama, hier sind doch so Striche. Es sind 3 Striche, aber es steht keine Zahl dabei. Die Eismaschine ist hübsch, aber nicht praktisch. Also für jemanden wie mich, der gerne, dass es zack, zack geht, ich habe keine Geduld, da ewig zu suchen, hätte ich jetzt schon keine Lust mehr. Ah, ciao. Hallo. Ciao, ragazzi. Vize-Eisweltmeister Luca De Rocco aus dem fränkischen Schwabach wird unseren Haushaltseismaschinentest begleiten. Er belegte 2017 zusammen mit seinem Vater Guido den 2. Platz bei der Eisweltmeisterschaft in Rimini.
Das muss nicht ganz cremig sein, aber auch nicht so hart sein. Das muss die richtige Konsistenz haben und ein Geschmack, das fein ist, nicht künstlich. Also, ich habe vor, heute die Eismaschine zu testen. Da machen wir einen Vanilleeis. Ein schönes Vanilleeis, ganz, ganz normal zu machen, ganz einfach. Das können wir zu Hause machen und wir schauen, ob wenn die Maschinen gut sind oder nicht. Ich liebe seinen Akzent. Sehr sympathisch. Während die Kinder Sophia, Konstantin und Sienna jetzt erstmal die Sonne am Gardasee genießen können, steht für ihre Eltern Teamwork auf dem Programm. Die Vanillemasse für den Test bereiten alle gemeinsam vor. Sie besteht aus 6 Eigelb, 750 Milliliter Vollmilch, 250 Milliliter Sahne, 2 Teelöffel Salz und 300 Gramm Rohr- oder Industriezucker. Das Ganze miteinander verquirlen. Danach das Mark einer Vanilleschote auskratzen und zusammen mit der Schale in den Kochtopf werfen. Abschließend noch die Schale einer halben Zitrone hinzufügen, so lässt sich ein zu penetranter Eigeschmack vermeiden. Zum Schluss die Masse auf mindestens 100 Grad kurz erhitzen. So, und jetzt, wichtig ist, dass die Masse nicht so heiß in die Eismaschine reingeht. Wir tun die in den Tiefkühlschrank, damit es schön reift und schön kalt wird. Nicht nur die Vanillemasse kühlt runter, auch die 3 Eismaschinen sind auf Betriebstemperatur gekühlt. So wie die Hersteller es vorschreiben. Die Kinder unserer Tester spekulieren schon mal, welche Maschine wohl am besten abschneiden wird. Die größte. Ja, die größte. Ich hoffe, dass es nicht so flüssig wird. Das hoffe ich auch. Die Stunde ist vorüber. Jetzt schüttet Luca die erkaltete Vanillemasse für das Eis durch ein Sieb ab, um die Vanilleschote und die Zitronenzesten zu entfernen. Dann werden die 3 verschiedenen Eismaschinen mit der süßen Masse abgefüllt. Die Zubereitung kann beginnen. Also jetzt sieht man eigentlich auch, dass er mixt und runterkühlt und dass eigentlich das Eis am Ende rauskommen muss. So, wunderbar. Wie lange muss man warten jetzt? Mindestens eine Stunde. Eine Stunde? Ja. Okay. Also das ist wirklich für... okay, jetzt habe ich es. So, jetzt rühren. Meine Güte. Stand in der Beschreibung. Während die vollelektronischen Eismaschinen einfach selbst vor sich hinrühren, muss Frank bei seinem manuellen Modell gleichmäßig kurbeln. Sein Eis soll laut Hersteller nach 20 Minuten servierfertig sein. Also genau jetzt. Das erste Ergebnis. Jetzt habe ich ja gerührt und gerührt und gerührt. Und das ist das Ergebnis, das ist ein bisschen frustrierend. Der sieht überhaupt nicht aus wie ein Eis. Gut, eine gute Suppe. Super, sehr schön. Also für meine Eismaschine vom Discounter für 9,99 Euro vergebe ich in der Kategorie Preis eine 3, weil es halt wirklich günstig ist. Für die Handhabe vergebe ich eine 1. In der Kategorie Zeitaufwand bekommt meine stromlose Eismaschine auch nur eine 1. Das ist halt einfach mühsam. Die Konsistenz dürfen die Kinder beurteilen. Also ich finde es sehr flüssig, nicht sehr süß, aber es ist süß. Deshalb gibt es auch nur einen Punkt für die Konsistenz. Insgesamt 6 Punkte von 12 möglichen kann unser Discounter-Modell damit erzielen. Nach 45 Minuten haben Sie ein fertiges Speiseeis, so heißt es zumindest in der Bedienungsanleitung von Andreas High-End Eismaschine. Diese Zeit ist nun um. So, Andrea. Oh Gott. Ja. Ja, sieht auch schlecht aus, ne? Es ist noch kein Eis, also schaut aus, als ob man es noch mal genauso lange starten müsste. Mindestens, ja. Granita Cremolata, sowas könnte sein, aber nicht Eis. Kategorie Preis, bei einer Skala von 1 bis 3 würde ich jetzt eine 2 geben. Handhabe, ganz klar eine 3. Also ich finde es sehr einfach, nicht aufwendig und die Bedienungsanleitung ist eigentlich ganz gut erklärt. Für die Kategorie Zeitfaktor würde ich eine 2 geben. Auch diesmal ist die Festigkeit nicht wie gewünscht. Man sieht auch schon, dass es nicht so flüssig war wie davor. Aber man sieht auch, dass es so in der Mitte geschmolzen war. Dass dann davor ein bisschen Eiskugel war. Das bringt auch diesmal nur einen Punkt bei der Konsistenz. Damit sichert sich das High-End-Modell insgesamt 8 Punkte.
Nach 60 Minuten ist auch Jeanettes Mittelklasse-Eismaschine fertig. Das Ergebnis ist eindeutig. Ja, sieht wirklich gut aus. Lass mich die Konsistenz anschauen. Ah, sieht wirklich sehr gut aus. Schön hart, schön kristallisiert. Fast wie eine professionelle Eis. Das erste Eis, das den Erwartungen entspricht. Gut gemacht, Papi. Mhm. Jetzt könnte schon professionell sein. Die Kristalle sind ganz, ganz dünn. Es ist sehr schön. Für meine Mittelklasse-Eismaschine vergebe ich in der Kategorie Preis 3 von 3 möglichen Punkten. In der Kategorie Handhabung vergebe ich 2 von möglichen 3 Punkten. Ich habe einen Punkt abgezogen. Das lag an der, wie ich finde, unübersichtlichen Bedienungsanleitung. Im Punkt Zeitaufwand vergebe ich auch 2 von möglichen 3 Punkten. 60 Minuten ist relativ lang. Bei den Kindern liegt Jeanettes Eis eindeutig vorne. Es ist noch ein bisschen hart geblieben, also nicht so flüssig noch. Schmeckt gut. Mhm. 3 Punkte für die Konsistenz und damit die beste Maschine in dieser Kategorie. Das macht 10 Punkte insgesamt. Wer hat also in unserem Test am besten abgeschnitten? Jeanettes Mittelklasse-Eismaschine für 114,98 Euro wird mit insgesamt 10 Punkten Testsieger. Platz 2 mit 8 Punkten belegt Andreas High-End-Maschine für 324,44 Euro. Und mit 6 Punkten ist Franks manuelles Discounter-Modell für 9,99 Euro das Schlusslicht im Eismaschinen-Check. Ich hätte nie einen so großen Unterschied gerechnet. Also sind 3 ganz andere Textur, ganz andere Konsistenz. Auch wenn das Wetter am Gardasee umschlägt, möchte Luca de Rocco das Gewinnereis noch auf eine ganz persönliche Probe stellen. Hier ist mein Profi-Eis und hier ist das Eis von der Gewinnereismaschine. Werden Italiener den Unterschied zwischen dem Eis aus der Haushaltsmaschine und dem von unserem Profi herausschmecken? Das linke ist mehr gefroren. Das rechte ist wässrig, meiner Meinung nach. Nach meinem Geschmack das rechte. Das rechte? Also schauen wir. Das rechte ist meines. Sie sind beide gut, identisch. Schwierig, aber das da. Das da? Das ist das Profi-Eis. Wir haben jetzt die Probe gemacht. 3 haben gesagt, dass das professionelle Eis besser ist. 2 haben gesagt, dass dasselbe ist. Die Umfrage zeigt, selbstgemachtes Eis kann in der Qualität durchaus mit dem Angebot aus einer Profi-Eisdiele mithalten. Wir wünschen viel Spaß beim Selbermachen und Ausprobieren.